Sie geben dem Weg seinen Namen, die Schäfer und ihre Schafe rund um Heidenheim. 160 Kilometer ist der Alpschäferweg lang. Auf 10 Etappen wandert man durch idyllische Flusstäler, über sanfte Bergrücken und Wacholderheiden. Die erste Etappe beginnt an der Spitalkirche in Gingen an der Brenz. Die Anfangskilometer führen durch die Brenzauen und durch Laubwälder zu den Ruinen der einst stolzen Güssenburg. Von hier oben hat man immer wieder schöne Blicke in das Tal, wo vor Jahrmillionen die Urbrenz floss und wo einst mutige Frauen lebten. Was ist das da hinten, das gelbe Schlösschen oder im Wald? Das ist ein Schloss, das ist Schloss Burgberg. Und dort hat Maria von Linden gelebt. Die Maria von Linden hat als erste Dame in Stuttgart studieren dürfen und hat durch ihre Doktorarbeit praktisch die Verbandsstoffindustrie angestoßen. Knapp 10.000 Schafe gibt es in der Region. Die Tiere halten die Wacholderheiden und die Waldränder frei. Auch an der ersten Etappe des Alpschäferwegs. Und sie machen Wanderer glücklich. Und dann wird's lustig. Am Wasserspielplatz an der Brenz in Bergenweiler. Der kleine Abstecher lohnt sich, nicht nur im Hochsommer. Mit Hilfe der archimedischen Schraube kann man Bewohner der Brenz persönlich treffen. Und nach kurzer, herzlicher Begegnung wieder verabschieden. Der Wasserspielplatz ist auch ein guter Ort für eine Rast. Die Schäferstecken sind eine besondere Spezialität der Region. Sehr lecker. Die erste Etappe endet in Stetten ob Lohntal. Absolut empfehlenswert, der Archäopark. Hier kann man die Eiszeit erleben und sich aufwärmen, falls man mit Zunder und Feuerstein umgehen kann. Schafe gab es in der Eiszeit noch nicht, aber Wollnashörner. Sollte es nicht klappen mit der Futterbeschaffung, gibt es im Archäopark auch ein nettes Café. Und am Ende des Weges mit den Schafen kann man das berühmteste Tier der Region bewundern, das 40.000 Jahre alte Mammut. Unsere Checkliste. Die 10 Etappen führen durch unterschiedliche und reizvolle Landschaften. Entlang des Weges liegen viele Sehenswürdigkeiten. Einige Etappenorte sind mit Bus und Bahn schlecht zu erreichen. Schafe und Wandergenuss im Kreis Heidenheim, der Alpschäferweg. Mehr Infos auf unserer Internetseite.